Jetzt schauen wir uns doch mal ganz kurz das Pamela Reif Sixpack Workout. Ne, gibt's ein. Gibt's das? Ah. 10 Minuten Booty Burn. 20 Minuten Booty Workout. Komm. Das gucken wir uns doch mal an beim Eye-Tracker, oder Leute? Da schauen wir noch mal ganz kurz rein. Müssen wir Musik ausmachen, okay? Also wir schauen uns jetzt nur die Form an, sage ich mal, ja? Wir gucken jetzt auf die Form, Leute. Ne? Da schauen wir auf die Form. Ich mache selber Musik. Ich mache so Pepega-Musik von Dingens, von Epidemic an. Ist genauso gut. Ist genauso gut, Leute. Okay. So, sie geht hier auf jeden Fall richtig schön in die Hüfte. Pamela Reif einmal getroffen, ist sehr gut. Also ich werde jetzt hier, Leute, auf jeden Fall noch durchziehen. Ihr seht das? Ja, krass, Alter. Er hat auch ein Sixpack, ne? Ist halt auch insane. Sie hat so wirklich einen geisteskranken Körper. Also wirklich sehr, sehr definiert, sehr, sehr durchtrainiert. Für mich bis dato kein Problem. Kein Problem für mich. Okay, also das sind die Pulse Lungs, Left, jetzt mit der anderen Seite. Ja. Ja. Okay, sie geht jetzt halt hier runter, ne? Macht das jetzt auf beiden Seiten eigentlich. Eigentlich ganz easy. So, gutes Workout halt, ne? Sag ich mal. Man muss ja auch gucken hier. Sie hat ja auch hier wirklich tolle Beine auch, ne? Das ist ja auch wirklich insane. Ja. Wieso schreibt ihr schon wieder Simp in den Chat? Was soll die Scheiße? Ja. Jetzt bin ich auf die nächste Übung gespannt. Jetzt kommt die nächste Übung. Oh. Da wird es natürlich jetzt kritisch, sage ich mal. Aber kriegen wir auch hin. Auch eine sehr, sehr schöne Ausführung, Digga. Ich schwöre, Leute. Das klingt jetzt sau weird. Das klingt jetzt wirklich weird. Aber die aufwendigsten und anstrengendsten Übungen sind die Arschübungen, Digga. Es ist so. Es ist so. Und das sind nicht die Arschübungen, die euer komischer Onkel mit euch macht. Das sind die Arschübungen, die ihr im Gym macht oder so, Alter. Ich sag's euch. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich sag's euch, Arschübung mäßig, es ist so anstrengend. Ich hatte so oft Muskelkater, wirklich, also nicht in meinem Arsch, aber halt meine Backen, Digga. Also ich war danach auf Toilette, ich sag's, wie es ist, ja. Und es war anstrengend, es war wirklich, es war wie ein Workout für mich, danach auf Klo zu gehen, groß, ne. Weil ich halt diese Presse im Fitness, ihr wisst, diese Arschpresse, wie heißt das? Ach, haltet alle die Fresse im Chat, ganz ehrlich. Ja, mein Simpy-Mode wurde leider gelöscht. So ein Scheiß aber auch, Mensch. Ja, sehr gute Form auf jeden Fall. Nee, ist aber gut. Macht sie wirklich gut. Kann man nicht anders sagen, Alter. Sehr, sehr stabil, Alter. Digga, ich kann mir nicht mal ein Video von einer Frau anschauen. Okay, was haben wir noch für Übungen hier? Komm, wir gucken mal weiter. Da sind wir bestimmt noch krass. Oh, Squats, Digga. Oh, Jump Squats. Jump Squats sind auch ekelhaft, Alter, ne? Und hoch. Komm, ich geh mit dem Augen mit. Und hoch. Und hoch. Da sieht man, wie viel Delay meine Augen haben. Digga. Das ist ja so einfach, es braucht keine Erklärung. Das ist halt so krass, sie zieht es einfach durch, Mann. Wisst ihr, was ich meine? Sie zieht es einfach durch. So nicht. Sie macht keine Pause. Side Squats, Alter. Boah, kann ich auch. Mache ich aber jetzt nicht. Ich habe gerade gegessen, ne? Augentraining, Leute. Wir müssen auch mal ein bisschen den Fokus trainieren, wisst ihr? Unseren mentalen Fokus müssen wir. Oh, da hat sie gerade süß in die Kamera geguckt. Da hat sie uns gerade, schaut mal hier. Für den Blick sind wir alle hier. Dafür sind wir alle hier. Digga, ich bin einfach nur ein Weirdo. Bin mir sicher, das ist nur eines ihrer 10.000 Zimmer. Bis jetzt ist easy für mich, Leute. Bis jetzt wirklich easy für mich. Und sie ist kein bisschen angestrengt, Mann. Die macht das ja jeden Tag 10 Mal oder so. Nee, also ist für mich, sag ich mal, jetzt... Ich trainiere ja gerade auch hier, ne? Oh, jetzt kommt Abductor Squat. Bro, what the fuck, Alter? Ah,
Ach, scheiße. Pepega-Musik im Hintergrund, Alter, wirklich. Okay, jetzt geht's runter zur Matte. Wir sind alle Sims. Ihr schaut euch doch selber an. It's me, Kiki Kulu. Dankeschön für eure Subs. Oh, jetzt gerade Pause 10 Sekunden. Sie gönnt uns. Dankeschön. Ganz langsam runter zur Matte. Am besten in Zeitlupe. Und jetzt... Oh, Digga. Was? Stopp. Was wird hier von mir gerade erwartet, Digga? Was wird hier von mir gerade... Was wird hier gerade von mir erwartet? Was wird hier gerade von mir erwartet? Musik aus. Ich muss mich konzentrieren jetzt ohne Musik. Musik aus. Das Bein geht halt hoch hinten und sie ist so in der... Sie ist so im... geht so hoch, das Bein, ja. Ja. Finde ich jetzt, also... Chat. Ach Mann, Alter! Digga, das ist nicht möglich, Junge. Das ist scheiße. Digga, ich... Ja, Junge. Komm, Sixpack-Workout hier. Ja, das hatten wir schon. Booty-Shaping-Out. Outwork. Sexy-Dance-Workout. Ja, das ist ja... Digga, das tut mir leid. Bin ich ja auch nur ein Mensch, ne? Sag ich mal. Bin ich nur ein Mensch? Kann ich jetzt auch nicht groß, also, Digga, nee, komm, was, gucken wir lieber ein Katja Krasavitsch-Video.